Weil ich nämlich hier darunter dann noch einen Hellstone machen will mit Feuer dann. Und dass mir da nicht irgendwie das Holz abfackelt, weil das passiert ja gerne mal. Muss dann ein bisschen vorsichtig sein. Ja, baue ich den direkt mal ab kurz. Jo, da kommt er dann rein. Ja, so, hier überall Kohle. Zack, zack und zack. Da wieder der Crafting Table. So, und dann der Kessel. Wobei, gut, das Feuer, das sieht man eigentlich gar nicht. Von daher, gerade für den Arsch. Also, dann noch Wasser. So, Dunstabzug. Was ich noch mache? Okay, dann machen wir hier nochmal zu. Und machen wir gleich hier komplett zu. Ups, so. Dann können wir die Treppen auch direkt nochmal eins weiter vor verschieben. Oh, guck mal, Erde habe ich sogar noch. So, nochmal auf die Uhr gucken. Wir haben 16:02 Uhr. Okay, passt. So. Kühlschrank steht. Wobei jetzt ist mir eigentlich egal, wenn der Kühlschrank einzeln mal weiter raussteht. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, ne? Soll ich den jetzt mal ein, zwei rausmachen oder so lassen? Weil jetzt sieht es bei den Öfen irgendwie bescheuert aus. Nee, was das kommt, der kommt jetzt nochmal eins weiter raus. Ich weiß, ich kann mich nicht entscheiden. Bla bla bla. Ihr wuscht. So, zack. So. Dann, wo kommt der Knopf hin? Da geht ja wohl schlecht. Dann muss der Knopf da vorne hin. Muss ich den kurz abhauen? Oh, guck mal, ich kann sogar alles aufnehmen. Sauber. Ja, so und so. Sollen jetzt alles essen halt da wieder rein. Zack, 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 zack. So, das kommt raus. Brot rein. Das ist auch noch in meine Taschen. Passt. Jetzt ist nur wieder die Qual, dass da dieses Kühlschrankbild hin muss. Komm schon. Jawohl. Auf Anhieb. Beziehungsweise, ja, auf Anhieb nicht mehr, nicht weggeschlagen, so rum. Dann kommt. So, ich denke, den Dunstabzug werde ich aber dieses Mal wieder aus kompletten Steinen machen. Ich meine, wir haben ja einen Platz. Halt, Moment, da vorne nicht. Nur höher. Wobei, nee, muss man nicht aus ganzen Steinen machen. Kann man eigentlich. Hoppla. Auch so machen. Ja, fett. Stimmt, der. Cool. Fetzig. Der Kühlschrank wird auch so bedient. Sehr nice. Nehmen wir mal an, ich würde jetzt die Druckplatte hier wegmachen. Und würde die mal hier hinlegen. Wird das was bringen? Nee, schade. Das wäre cool gewesen. Da müssen wir nur so an den Kühlschrank laufen und können sich was holen. So, Dunstabzug, Öfen haben wir, Kessel haben wir, Bänke haben wir. Jetzt müsste nur hier noch irgendwas hin. Jetzt könnte man hier noch eine. Nehmen wir mal an, ich würde hier noch eine Bank hinmachen wollen. Ah, okay, supi. Dann mache ich einfach noch einen Kessel und nochmal drei Öfen. Na, nicht stimmt, ich habe keine Druckplatten mehr. Keine Dunstabzüge mehr dann. Egal. Dann kann man da vielleicht. Ja, die Kiste gerade hinmachen. Okay, ist leer, sehr gut. Und kann dann direkt nochmal eine Doppel. Nochmal eine Kiste machen, so als Doppelkiste quasi. Hier dann. Wir haben ja zum Glück hier gerade so, noch so ein Dings da oben ist da, so ein Crafting Table direkt daneben. Ja, so ungefähr. Oder aber, man tauscht die beiden noch. Das könnte man natürlich auch noch machen. Ups, da muss wieder Holz rein.
Ja, 1, 2, 3, so rum. Und dann Doppelkiste, dann sieht man den Ofen auch ein bisschen, den Kessel auch ein bisschen besser, als wenn da die drei Werkbänke davor stehen. Was mir aber gerade noch einfällt, wenn ich nochmal eine Werkbank mache, habe ich ja zwei Stück. Wenn ich die da hinstelle, dann sieht das auch nicht schlecht aus. Ja, und dann könnten wir hier noch zum Vervollständigen direkt noch so eine Bank hinmachen. So. Na, halt hier dann noch eine dritte irgendwie oder so. Eine Bank in der Küche immer schön. Ja, und dann würde ich sagen, das passt dann auch erstmal so weit. Ja, super, neue Küche. Kann man gucken hier in der Mitte. Genau, kann man direkt mal machen. Ich weiß nicht, aus dem Stein. Nee, oh, das wird fett. Ich habe die Idee. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also nochmal 6 Öfen. 6 Druckplatten und 6 Dunstabzüge. 6 Öfen, Druckplatten, Dunstabzüge. Also. Oh je. 6 Öfen. 6 mal 8. 48. Selber im Kopf gerechnet. Yay! Halt, Moment, da hätten wir gerade 48 auf der Seite, sehr gut. 9, da brauche ich dann 18. So, 9 Druckplatten. Und 9 Dunstabzüge kommen von Bricks 3. So, ich glaube so, ja. Irgendwie denke ich, dass ganze Blöcke doch besser sind. Also 9, dann brauche ich 12 Dunstabzüge nochmal. Oder 12 Bricks, besser gesagt. 12 Bricks. So, perfekt. Hey, Moment, da kommt man nie 5. Was laber ich für eine Scheiße? 8 mal 9, warum 5? Ich brauche nur 9 Öfen. Oh, bin ich behindert, ey. Na egal, 2, 3, 4, 5. Ne, stimmt gar nicht, ich brauche 6. Ach so, 6 von allem. Oh, bin ich. Summer, also irgendwie bin ich gerade total durcheinander gewesen. So, da hat man in der Mitte noch sowas wie eine Arbeitsplatte dann. So hätte ich mir das irgendwie vorgestellt. Okay, jetzt ist irgendwie. Ja, Moment, das können wir so lassen. So, so. Dann so, so, so. So, so. Nein. So und so. Perfekt. So, dann Dunstabzüge, Dunstabzüge, Dunstabzüge. Und zwar so, 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 glaube ich. Ja. Und so, so, so. Sehr gut. Okay, na gut. Nicht unbedingt so geil, aber naja. Sieht ein bisschen vollgestopft aus jetzt. Ja, Was ich auch gerade wieder am Überlegen bin, ist vielleicht mal Kühlschrank und die Öfen zu tauschen. Das wäre nur ein Einfall. Ah, dann ist der Kühlschrank halt so weit hinten. Nehmen wir mal an, der Kühlschrank wäre hier. Müsste hier wieder einen Knopf drücken. Ja, komm, machen wir. Sehr gut. So, bis dann hier endlich mal meine Küche fertig ist. Das dauert ewig. So, genau, die Öfner wieder rein und. Nein, es reicht zum Eins nicht hier. Wobei, da können wir jetzt eigentlich einen Kühlschrank eigentlich dann wieder wirklich einen Ofen in die Wand reinmachen. Soll ich den Kühlschrank in die Wand reinmachen? So.
Ja, komm, dann lassen wir es erstmal so. Moment, die brauche ich ja noch. Zack, 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 zack. So rum. So, da kommt dann natürlich wieder Holz rein. So, dann ein paar Bilder. So, perfekt. So, dann hier ran. Boah, Glück gehabt. Dann mal so Bricks. Oder ein Brick, besser gesagt. Wo ist der Knopf? Da vorne. Das dachte ich gerade. Wo ist der Knopf hin? So. Das kriegt man da raus. Passt. So, das kann man so lassen, einigermaßen. Wobei, nee, so muss man es eigentlich auch gar nicht mal machen. Ups, verdammt, verdammt. Den Knopf dahin. Knopf dahin. Ein Brick darüber. Da wieder ein Erde hin. Da wieder ein Brick hin, so. Dann hier den Brick wieder weg und da oben hin. So, Bogen wieder runter ins Inventar. Fleisch essen und ja, so passt es dann einigermaßen. Ja. So kann man es erstmal lassen. Da kann man zur Not auch irgendwie. Ja gut, kann man hier mal Fackeln hinhängen eigentlich. So, und zur Not kann man dann noch irgendwann später oder so irgendwann mal noch was ändern, wenn es mir dann doch nicht mehr passt. Und ja, was ich mit dem Raum hier mache, weiß ich noch nicht. Aber da wird mir mit Sicherheit auch noch was einfallen. Jetzt werde ich auf jeden Fall erstmal meine Taschen wieder komplett leer machen. Operation Küche war erstmal erfolgreich. Ja, was haben wir eigentlich noch gemacht? So viel mehr haben wir gar nicht gemacht. Bis auf da vorne angeglichen Weg bisschen gemacht. Weil, ja, muss ich mir auch alles immer ein bisschen überlegen, was ich da noch so alles machen will. Das muss man sich dann noch überlegen. Holz. Zack, nehme ich auf dem Hochweg gleich noch eine Treppe mit und setze sie richtig hin. Holz. Holz, Holz. Eimer, den muss ich dann irgendwann anders wieder voll machen. Wolle. Wolle. Erde. Glas. Bricks. So, Rahmen. Ausrüstung. Roher Fisch. Ne, den brauche ich nächstes Mal noch. Ja, genau, es kann da hoch. Dann kann ich mir eigentlich auch noch ein Dings da machen. Wie heißt das mal? Eine Schere. Und die direkt reparieren. So, bei Schere brauche ich auch nicht immer. Das ist eigentlich auch so was wie ein Spezialwerkzeug eigentlich. So, dann die Treppe kurz dahin. Nach oben. Und dann wäre es auch schon für diese Aufnahme. Ich wollte voll kurz aufnehmen. Der leckt mich am Arsch. Es dauert. Oh. Es dauert immer so ewig. Und wieder 17 Level fällt mir da gerade auch noch auf. Nicht schlecht. Stimmt, der Garten da oben ist fertig. Wir haben ein paar Fische gefangen. So, mir ist jetzt doch tatsächlich kurz vor Aufnahmeschluss das Spiel abgekackt. Toll. Wie eigentlich immer, aber so kurz vor Aufnahmeschluss. Da fuck. Wovon haben wir gerade geschwärmt? Genau, hier vom Garten. Was ich auch noch machen wollte, war hier die Mobs da drüben kurz erlegen. Gibt mir ein besseres Gefühl denn vorher. Stimmt, da oben die Schwer. Ah, bla bla, lauter kleinen Fürze. Ja, dann mache ich jetzt einen Cut und dann war eine schöne Aufnahme, bis auf das mit den Viechern. Das war extrem nervig. Das werde ich auf jeden Fall auch noch, habe ich auch gesagt, das werde ich auch machen. So die Welt kurz kreativ setzen. Und ja, dann ein paar Viecher da spawnen lassen. Ja, dann verabschiede ich mich jetzt bis zum nächsten Mal und dann, ja, dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.